Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Stadtland Ina. Heute geht's um die echten Kerle. Gibt's die echten Kerle noch, Jungs? Jo! Oh! Und wie ist man so als echter Kerl? Ja, so. Siehst du? Und genau deshalb gibt's jetzt eine ganze Sendung über euch, Jungs. Hier ist mal ein echtes Exemplar und das lebt nicht im Wald oder in der Turnhalle, sondern an der rauen Küste. Jens, was habt ihr denn hier für ein Wetter heute? Das ist nicht nur diesen Tag so, das ist schon die ganze Woche so. Sehr wechselhaft. Du, Jens, du bist ja für mich, nach dem, was ich gelesen habe und so, wie ich dich gegoogelt und recherchiert habe, auf der Suche nach dem Mann mit allen männlichen Attributen, die es überhaupt gibt, der männlichste Mann von ganz Deutschland. Du bist Oberleutnant. Ganz wichtig, nicht Oberstleutnant, sondern Oberleutnant. Zur See, bitte. Zur See. Da liege ich ganz besonders drauf. Kampfschwimmer. Marine Kampfschwimmer. Ich finde, dieses hört sich an wie so Kampftier. Kampfschwein, sagt man ja auch, für so ganz harte. Na, ich sehe das nicht so. Ich sag mal, ich habe mir einen Beruf ausgesucht, wo ich dachte, das wäre genau das Richtige für mich. Und ich denke, ich habe meine Berufung gefunden und jeder macht das, was er kann. Und da hast du schon mal dein Arbeitsmaterial hier ausgebreitet. Ach, guck mal, wie süß, da sind die Stiefelchen dran. Hast du was dagegen, wenn ich mich, während wir uns unterhalten, die Maschine umziehe? Unbedingt, unbedingt. Sonst dauert das nämlich ganz schön lange. Ja, ach, es dauert das so lange. Kommen da die Minen rein, wo Otter draufsteht? Nein, nein, das ist jetzt hier ein ganz normaler Trockentauchanzug. Das bedeutet... Trockentauchanzug? Ein Trockentauchanzug. Machst du dich jetzt auch noch nackt? Ja, also das heißt teilnackt. Das heißt, das ist ein Anzug, wenn du den anziehst, da kommt kein Wasser rein in den Anzug, wenn er denn auch dicht bleibt. Deswegen Trockenanzug. Deswegen. Du bist total dafür bekannt, schon so tief getaucht zu sein, wie noch nie ein Mann vor dir getaucht ist. Zumindest in Deutschland nicht. Und wie tief war das? 241 Meter. Ist das männlich? 241 Meter tief? Ja. Wolltest du eine Uhr ausprobieren? Nein, ich wollte einfach... Mach doch nicht so schnell. Ich habe noch gar nichts gesehen. Oh mein Gott, jetzt ist es schon vorbei. Zu kämpfen, zu schwimmen, so tief wie es geht, zu tauchen, von so hoch wie möglich runter zu springen. Was macht man hier bei der Bundeswehr sonst noch? Ja, wir machen eigentlich sehr, sehr viel. Also das fängt an, wir sind ja auch zum Beispiel bei Rettungsaktionen eingesetzt. Das heißt, wenn zum Beispiel ein Schiff einen großen Seeunfall hat, untergeht, Überlebende... Musst du die dann bergen? Unter Umständen. Also du bist ja so ein bisschen der männliche Lara Croft, oder nicht? Schiss hast du nie? No, das will ich nicht sagen. Doch, habe ich auch schon gehabt. Auch schon im Dienst habe ich schon richtig Angst gehabt. Ja. Wann zum Beispiel so, wenn es so richtig windig ist und du bist auf dem Schiff? Ich bin mal überfahren worden vom U-Boot, während ich getaucht bin. Entschuldigung. Und da hatte ich doch... Da hatte ich richtig Jens, wir vermissen ihn alle, überfahren vom U-Boot. Beim Tauchgang. Wir sind also getaucht dienstlich und da ist ein U-Boot eingelaufen und da sind wir dann angesaugt worden von der Schraube und das fand ich, das war ein Punkt, wo ich richtig Angst hatte. Kriegt man denn so du kriegst Sog? Das gar nicht mit, weil du hörst es nicht, die sind so leise, dass du die gar nicht hörst und ich wurde plötzlich nur angesaugt und dann musste ich zusehen, dass ich meine Haut rette. Und das war schon sehr spannend. Wie hast du sie dann gerettet? Indem ich mich, ich bin auf den Grund getaucht und habe ich den Boden mit dem Messer eingehakt, damit ich nicht weggezogen werde. Ich finde ihn so männlich, ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen soll. In der Situation war ich bestimmt nicht mehr männlich. Ich habe mich mit dem Messer in den Boden eingehakt. Ich sag doch, oh, guck mal, jetzt kommt noch voll die Männeruhr. Das ist ein Tauchcomputer. Kennst du das Lara Croft-Spiel immer, wenn die wieder was gefunden hat, ein Schatz, wenn jemand sagt, aha. Nein, kenne ich nicht. So als Ausgleich mache ich zum Beispiel was, da lachen die Leute auch immer gerne drüber. Na? Ich tauche nach Golfbällen. Ehrlich? Ja. Aber ist das nicht jetzt ein bisschen albern? Das würde ich jetzt gar nicht erzählen an deiner Stelle. Nee, ich finde das sehr angenehm sogar. Das sind nur so kleine Teiche und dann gehst du mit der Montur in den Golfteich? Ja, wir machen das jetzt mal hier zu und gehen mal zum Tauchgerät. Dann ziehe ich das mal an. Komm, oder? Wir gehen. Wir gehen. Wo ist die Luft? Da. Hier, rechts und links. Wieso ist denn das so viel? Weil das ist, ist doch nur ein bisschen Luft, muss doch damit. Das ist ein Kreislaufsystem. Das heißt, hier wird die Luft noch regeneriert, das Atemgas, was du hast. Das heißt, ich kann jetzt mit den Flaschen kann ich also mehrere Stunden unter Wasser bleiben. Das wäre gar kein Problem. Ich glaube, alle Männer, die zu Hause gerade ihr Bier trinken auf dem Sofa, die erblassen gerade so dermaßen, Jens. Die fragen sich jetzt alle, was mache ich falsch? So? Also ich frage mich manchmal, warum tue ich mir das immer noch an? Ja. In dem Alter immer noch diese schwere Front anzulegen. Sag mal, ich könnte das ja nicht mal. Ich kann das nicht mal anheben. Und deine Frau, musst du dich manchmal so für deine Frau anziehen und sagen, da bin ich, Schatz? Nee. Also sie findet, sie akzeptiert alles, was ich mache, ist aber nicht unbedingt ein Freund von den ganz extremen Sachen, die ich mache. Da hat sie manchmal ein bisschen Angst. Sag mal, was wiegt denn hinten dieses kleine Haus, was du da auf deinem Rücken hast? Also so wie ich es jetzt hinten drauf habe, müssten das um die 45 Kilo sein.
wenn ich habe das noch ein bisschen größer, dann wiegt so zwischen 80 und 100 Kilo. Und du selber wiegst wie viel Kilo? Muss ich das jetzt wirklich sagen? Ist das peinlich? Ist doch alles Muskelmasse, sei doch stolz. 88 Kilo. Ist doch toll. Naja. Ach komm. Vorsicht, dass ich dich da nicht... Ja. Warte, hier hast du schon deinen... Soll ich dich irgendwie... Das passt. So. Oh nee. Hast du denn schon mal einen Schatz gefunden? Na, so einen Schatz direkt nicht. Ein paar schöne... Ich habe schon schöne Sachen gefunden, ja. Was denn so? Alte Bullaugen. Wein. Wein? Aber der ist ja dann auch nicht mehr genießbar, oder? Ja, schmeckt dir nicht mehr ganz so gut. Soll ich die noch ein bisschen aufdrehen hinten? Nee, das passt alles. Porzellan habe ich schon gefunden, viel. Ach. Perlmuttknöpfe. Alles bei dir zu Hause an der Wand und in den Regalen? Ja, ich habe einen Tisch, da liegt das alles drin. Oh, du bist der Sammler. Ja. Also ganz eindeutig Jens, der Sammler. Ich sag toi, 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 immer eine Handbreit Wasser unterm... Was sagt man? Unter der Flosse. So, dann... Go!